Kha'Zix spielen wie der derzeitige Rank 13 Challenger EU West. Absolute Glückszahl. Ich würde sagen, wir jumpen mal rein, beziehungsweise wir gucken mal, welches Kha'Zix-Game wir nehmen. Wir könnten ein längeres nehmen. Was hat er noch so im Angebot? Nicht so viele Karte. 40 Minuten ist ganz schön krass. Wir könnten ein Early Snowball-Game nehmen, ohne Doppelt-Speed oder ein langes Game. Es kommt ein bisschen darauf an, gegen wen die spielen. Warte mal, irgendwie spielen die hier. WPGG, ach, den hatten wir ein bisschen auf. Wir können ja mal das Early Snowball Game nehmen, das ist, glaube ich, auch mal ganz interessant. Hier könnt ihr euch wieder die Runen anschauen, wenn ihr die so nachbauen wollt. Ja, so ein Early Snowball ist eigentlich gar nicht so schlecht, würde ich mal sagen. Dann können wir mal plus 1 Geschwindigkeit lassen, weil manche Leute sagen auch, hey, das mit dem plus 2 Geschwindigkeit ist mir manchmal ein bisschen zu schnell. Ja, kann ich verstehen, in manchen Teamfights. Bisschen unübersichtlich, deswegen lassen wir das jetzt mal hier auf plus 1, würde ich sagen. Aber wir wollen natürlich das Scoreboard aufrufen. Ja, ich mag den derzeitigen Patch überhaupt nicht. Ich sag's euch, wie es ist, ich mag den derzeitigen Patch überhaupt nicht, weil Assassins sind zu stark. Ja, wir haben hier eine Meta, wo du wirklich jedes Game irgendwie Rengar, Talon, Kha'Zix, E-Fast, es nervt einfach nur noch. Und ein Schritt dagegen wäre schon mal Duskblade zu nerven. Duskblade zu nerven wäre wirklich schon mal ein positiver Schritt, wie ich finde. Mich nervt der derzeitige Patch. Vielleicht ist, wo das Video ankommt, auch schon wieder ein neuer, kann sein. Ich würde es begrüßen. Ich würde es begrüßen. Also, ich habe wirklich den Kha'Zix voll von Assassins hier langsam. Also, lasst mich in Ruhe mit den Viechern, ey. Nee, naja, komm. So, wen haben die denn hier im Team? Upset, ah. Upset ist ein interessanter Fall, weil ich finde, es ist schon ein solider ADC, aber ich finde, der spielt sehr risk-averse, der spielt nicht so proaktiv irgendwie. Zum Beispiel G2 ist so ein proaktives Team, wo alle so proaktiv spielen. Ich finde, du kannst sagen, dass Upset gute Mechanics hat, ja, würde ich mitgehen, aber ich finde, der spielt nie wirklich proaktiv. Der spielt immer sehr auf Sicherheit, finde ich, und irgendwie, also Vitality Split war ja gar nichts, ne? Das sagt schon viel aus. Aber hier soll es auch nicht um Vitality gehen, sondern um Kha'Zix, ja. Was interessant ist, dass ihr hier Richtung Bot clearet, weil du kannst mit Kha'Zix auch perfekt von Bot to Top clearen, was ja so gesehen ein bisschen ungewöhnlich ist. Weil wir sind ja eigentlich in einer Focus-Bot-Lane-Meta, ja, aber Kha'Zix ist sehr gut, um Top zu ganken. Allein, weil es eine relativ lange Lane ist und er da ganz gut rankommen kann, so. Aber vor allem wegen dem Isoliert-Damage, Und hier den Clear werde ich mir selbst nochmal anschauen, weil ich kann den Kha'Zix Clear nicht. Immer wenn ich den spiele, habe ich so 10% HP, Level 4 und bin viel zu spät. Denke mir so, hä? Da läuft irgendwas falsch bei meinem Clear. Deswegen werde ich mir hier mein eigenes Video wieder anschauen, wenn ich Kha'Zix spiele. Ist das nicht genial, Leute? Ist das nicht genial? Alleine für den richtigen Full Clear. Ist das der richtige Full Clear? Ich habe mir zum Beispiel immer das W aufgehoben, um dann diese kleinen Viecher da alle zusammen umzuhauen. Hm, tja, weiß ich nicht. So, hier ist ein Ward. Wahrscheinlich von Corki, könnte aber von Kane sein, weiß ich gerade nicht. So, wie macht er das hier mit den Auto? Ich sehe Pulti in den Busch rein. Okay, aha. Ja, er verliert auf jeden Fall weniger Leben als ich beim Clear. Muss ich mir selbst nochmal anschauen, mein eigenes Video. Na, wir können ja noch die Fähigkeiten erklären. Die sind eigentlich relativ einfach bei Kha'Zix. Aber zur Sicherheit erklären wir das einfach mal so. Passiver. Wenn Kha'Zix unsichtbar ist für das gegnerische Team, machen seine nächste Angriffe gegen einen Champion zusätzlichen magischen Schaden und Slowen um 25%. Außerdem, Feinde ohne Verbündete in der Nähe werden isoliert. Das ist wichtig, weil alles, was isoliert ist, nimmt mehr Damage. Vor allem von seinem Q. Ich glaube auch noch von anderen Fähigkeiten. Vor allem von dem Q. So, das Q ist die Main Damage Ability. Das ist dieser Clown-Schlag oder wie man es nennen will. Taste der 4 heißt es. Okay, interesting. genau, das macht sehr, sehr viel Damage, wenn der Gegner isoliert ist. Ja? Also alleine quasi ist. Deswegen sage ich, du kannst mit Toplane auch sehr gut vom Bot to Top clearen, was ein bisschen Off-Meter ist für die meisten Champions, aber das, der halt isoliert ist, macht dann mehr Damage. Genau. W ist Void Spike, dieser Stachelschuss, könnte man vielleicht sagen, macht physischen Damage, klar, Damage. Und wenn Kha'Zix in dem Gebiet ist, wo er wen trifft, heilt er sich selbst nochmal. Das ist vor allem für den Early Clear wichtig, später wird es relativ egal eigentlich. Ihr macht später eigentlich, also idealerweise snowballt ihr mit K, werdet gefeedet und macht dann viel zu viel Damage mit dem Q Evolve, was auch immer. Das ist ein bisschen der Playstyle, alles andere ist nicht ganz so wichtig.
E ist halt ein Sprung. Guck mal die Fähigkeit an. Kha'Zix springt und macht physischen Damage. Wow. Auch ein bisschen outdated, der Champ, ne? Also bei Kay Sunti die Fähigkeiten sind ein bisschen länger, ne? Hier ist ein Satz. Auch genial. Die Ultimate. Hier könnt ihr euch tarnen und ihr bekommt Move Speed. Die Fähigkeit ist tatsächlich sehr, sehr wichtig. Weil meistens kitet ihr so ein bisschen um die Gegner rum. Oder? Was heißt kitet? Tanzt so ein bisschen um die rum und versucht dann mit dem Q Evolve so viele Qs wie möglich reinzuballern. Idealerweise an isolierte Leute natürlich. Je nachdem, wie es im Teamfight geht. So, das Wichtige ist aber, wenn ihr einen Punkt in die Ulti macht, könnt ihr noch eine weitere Fähigkeit upgraden. So. Taste der 4, also Q eure Main Damage Ability, bekommt dann mehr Range und der Cooldown ist niedriger gegen isolierte Targets, was genial ist. Ihr könnt dann wirklich gefühlt alle 1-2 Sekunden so ein Q rausballern, wenn die isoliert sind, was absolut broken ist. Gerade auch bei Drakes. Der Q Evolve bei dem Drake. Ihr macht Drake so schnell, da du sagst, das ist Wahnsinn. Vielleicht sehen wir das hier sogar. Sollen wir mal gucken. So, dann haben wir hier W-Upgrade. Dann feuert er statt diesem einen Stachelschuss in so Richtung. So ein bisschen AOE-mäßig dann. Und es slowt, wenn es jemand trifft. Warte mal. Increased. Und wenn die isoliert sind, slowt, ist es nochmal höher, der Slow. Das ist schon mal interessant, so lieb. Das ist auch krass, weil mit dem Jump, wenn ihr den upgradet, habt ihr eine höhere Range. Und ihr kriegt Resets nach dem Kill, also ein bisschen die Cutter Brain Mechanic. Ist sehr Sinnspieler. Genau, Cooldowns. Absolut Balanced Champions. Alle Champions, wo du irgendwie einen Cooldown Reset nach dem Kill kriegst, man weiß, die sind einfach gebalanced. Jeder weiß das. So, dann könnt ihr aber auch die Ultimate upgraden, macht man eher selten. Dann bleibt eure Invisibility länger, 2 Sekunden. Und ihr könnt es dreimal insgesamt einsetzen. So. Früher war der Standardweg K zu spielen Q-Evolve, W-Evolve, E-Evolve. Wir müssen mal gucken, wie er es in dem Game macht. Ich meine, das Game geht nicht allzu lange. Er wird vielleicht 2, 3 Evolves reinkriegen. Müssen wir mal gucken. Ich schätze, dass er Q-Evolven tut als erstes. Aber werden wir mal schauen. Das ist so ein bisschen der Standardweg K zu spielen. Ja. Oh, der Gank war gar nichts. Also ganz ehrlich, so das Early Game von ihm wurde auch bei mir genauso low. Also irgendwie, ich finde das Early Game mit Kha schwierig. Du musst so die ersten Kills sammeln, dann dir hier dein Serrated Dirk gönnen und dann geht's langsam los. Mit dem springenden Käfer, ja. Aber davor, schwierige Nummer. Oh, die wollen diven. Ist Kayn zurückgegangen? Ne, der ist hier noch. What the hell? Oh, LeBlanc. DK 0. Wirst du den entscheidenden Roam machen? Ist das der Roam, der das Spiel gewinnt, DK0? Zeig's mir. Zeig mir deine Challenger LeBlanc Mechanic. Damn. Und jetzt sind die alle verwirrt und durcheinander. Und das ist perfekt für K. Wenn der Gegner schon verwirrt und durcheinander ist, dann geht's los für K6, dann geht's los für den Käfer. Oh, sag mir nicht, er kommt da auch noch raus. Good job, Upset. Alter, Upset und sein Midlaner sind übertrieben hart gefeedet. Guck mal, 2-0-2-4-1-3, was denn? Strong. Ich würde schon sagen, dass er bisher nicht so viel gemacht hat. Also, er hat so. Das ist lustig. Weil er hat jetzt nicht schlecht gespielt. Er hat auch nicht super gut gespielt bisher. Er hat so, sagen wir mal, so mittelgut gespielt. Hat so ein paar gute Baits gemacht und so. Aber die KDA sieht einfach richtig schlecht aus. Deswegen sage ich immer, KDA ist ein schlechter Indikator. Weil der hat hier ein paar gute Baits gemacht, für die er aber keinen Assist oder so bekommen hat. Obwohl der an sich so halbwegs gut gespielt hat. Ist jetzt auch nicht super gut, ne? Aber, ja. Wie bereits gesagt, ich finde auch das Early Game von K am schwierigsten. Du musst irgendwie so ein bisschen ins Snowballen kommen. So. Und wenn du dann snowballst, ist es einfach, weil du dann viel zu viel Damage machst mit dem Evolve Q und so weiter und so fort. Aber ich finde, die ersten Kills sammeln ist bei so Assassins immer schwierig. Aber das heißt nicht, dass ihr aufgeben solltet, weil die Assassins kommen dann meistens später zurück im Mid-Late-Game, wenn die dann so unaufmerksame AD-Carries campen. Und wie bereits gesagt, probiert mal den Bot-to-Top-Full-Clear aus, weil Kha'Zix ist sehr gut, um Top-Lane zu ganken, wegen dem isolierten Damage alleine. Ja, das ist Q-Evolve, weil das seht ihr an den größeren Clown. Oder war das das Q-Evolve? Kann man das hier irgendwo sehen, was Evolve da? Mal. Es war doch 100 pro. Ja, doch. Die Clown werden eigentlich nur so groß, nachdem du das Q. Aber irgendwie wird es da nicht angezeigt, oder?
Die Evolves werden nicht angezeigt. Also die sehen halt von der Optik so aus. Ich möchte sagen, es ist das Q wegen den größeren Krallen, oder? Ich glaube, die Krallen sind größer geworden. Ja, das war das Q-Upgrade. Und Solo-Objectives ist perfekt mit KI. Es gibt kaum einen Champion, wo ihr so einfach Solo-Objectives machen könnt. Weil ihr könnt so leicht hinter den Herald springen. Ihr macht so viel Damage mit dem Q. Das ist einfach nur broken, Leute. Das ist einfach eine crazy Story. Crazy, crazy. Das ist nicht nur strong, Leute. Das ist crazy strong. Ja, das war das Q Evolve 100%. Macht auch Sinn, weil ihr macht so viel Damage da mit dem Upgrade Q. Ihr müsst halt so möglichst schnell an so einen Serrated Dirk kommen. Das ist so dieser Assassin 101-Kurs. Möglichst schnell einen Serrated Dirk kaufen. Und das kostet 1100. Das ist wichtig zu wissen. Und 1100 Gold, wenn euer Early Game nicht läuft, ist manchmal gar nicht so einfach zu bekommen. Aber es ist lustig. Also bisher hat er wirklich überhaupt nichts gemacht. Aber schön, dass ihr immer noch dran geblieben seid. Weil hatte er nicht diese Crazy KDA auf dem Replay-Ding? Vielleicht kommt das jetzt alles noch. Ein Pink Ward, den er nicht cleared. Wozu? Könnte eine Trap sein, hätte Nico sein können, man weiß es nicht. Er startet den Drake und geht dann wieder zurück. Der Snowball kommt schon noch, Leute. Aber schön, dass ihr die ersten 10 Minuten dran geblieben seid, wo essentiell überhaupt nichts passiert ist. Ist halt so ein bisschen die Midlane ADC Show, ganz klar. Interessanter Flash auf Zarya. Kriegen die das Chamäleon noch? Schöner Halloween-Skin. Muss sich gut anfühlen, wenn man von drei Leuten gedarf wird. Upset noch gerettet hier mit der Lulu-Ulti, naja. Und da hat er seinen ersten Kill, Minute 11. Ist jetzt nicht unbedingt rekordverdächtig. Aber, ja. So. Ich bin fast verleitet, doch auf plus 2 Speed zu machen. Irgendwie. Speeden wir mal ab, die Geschichte hier. Aber so habt ihr den richtigen Full Clear. Beziehungsweise er hat, glaube ich, nicht mehr Full Clear, ne? Er hat so ein bisschen eine Variation davon gemacht. Ihr könnt aber auch Full Clear mit Chaos geht 100% nehmen. Und wie bereits gesagt, Solo Objectives, absolute Brainlos-Geschichte für Kam. Geht viel zu schnell. Und hat für Kam auch wenig Risiko, weil zur Not könnt ihr ja tarnen, rausjumpen. Ihr habt ja alle möglichen Tools als Kam. Als K der Käfer. Kennt man ja die Geschichte. So. Okay. Das ist lustig, weil eigentlich, also Kha'Zix spielt ja eigentlich anders. Also normalerweise seid ihr der, der jetzt 5-0-2 seid, wenn euer Game gut läuft, sag ich mal. Er spielt hier sehr, fast schon wie so eine Art Support-Jungle, was irgendwie witzig ist. Das war eine gute Trap. Sag nicht, er wird hier out. Ich glaube, das hat er nicht optimal gespielt. Ich glaube, da hätte er Kayn outplayen können, weil er es richtig gemacht hätte. Naja, was soll's. So, theoretisch müsste er jetzt konsequent irgendwelche Kills sammeln. Aber das ist ganz, ganz interessant, dass wir das Game hier als Replay genommen haben, weil es kann euch genauso passieren. Und ich kann euch garantieren, wenn ihr Kar spielt und Minute 15 seine KDA, also langsam wird es besser, ne? Aber wenn ihr Minute 15 seine KDA, ihr seid getiltet. Hundertprozentig, weil ihr genau wisst, oh, ich bin ein Assassin, ich muss irgendwie snowballen. Sein guter Midlaner ist natürlich sehr hilfreich, ganz klar. Der macht hier schon gute Calls. Mit so einem Midlaner diese Art von Karte zu spielen, ist wahrscheinlich nicht so schwer.
Deswegen mit Jungle Duo dürft ihr nicht unterschätzen. Viele Leute sagen mal so Jungle Diff, Mid Diff. Also es hat auch viel was mit dem Zusammenspiel zu tun. Und hier hat er Kha'Zix gute Baits und Setups gemacht für seinen LeBlanc. Und so in dem Zusammenspiel haben die dann schon dominiert. Aber ihr könnt nicht nur sagen, also Jungle Diff erst recht nicht. Ihr könnt vielleicht Mid Diff sagen, würde ich sagen, in dem Game vielleicht angebracht. AD auch, aber... Ja. Dieser Recall mit dem Weltalter. Okay, Kha'Zix. Natürlich bist du der Herrscher des Universums, Kha'Zix. Du bist überhaupt kein Assassin-Insekt, sondern der Herrscher des Universums. Klar, Kha'Zix. Ich würde sagen, er sneakt sich hier den Free Drake, was ein bisschen schneller geht auch als kann. Haben die das eigentlich mit den Blue Wards geändert, dass wenn du da nochmal hingehst, dass er dann so aussieht, als wäre er gerade erst geplaced? Irgendwas wurde da geändert, oder? Tja. Das ist lustig. Der hat wirklich nicht viel geleistet in diesem Game. Jetzt hat er aber so eine KDA, die Jungle Diff impliziert. Macht mich schon slightly wütend, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also was, klar, er hatte ein paar gute Setups hier und da, lalala, aber es war jetzt auch nicht das beste Kha'Zix-Game, ne? Hat man von der KDA her anders erwartet. Die KDA war ein richtiger Bait bei seiner Match-History. Ich würde sogar behaupten, es war ein Match-History-Bait, weil der hatte 9-1-8 oder irgendwie so. Und die ersten 15 Minuten so 2 Kills. Okay. Und jetzt am Ende snackt er hier Left und Right noch ein paar Kills, um irgendwie gut auszusehen. Ja, also... Ist schon wieder... Weiß ich nicht so, Leute. Weiß ich nicht so richtig. Aber der Build ist, glaube ich, zurzeit Standard mit Duskblade into Night's Veil. Oder wie heißt das? Night's Vow, Night's Veil. Dieser Schleier da. Kürzen wir es mal ab, dieser Schleier da. Nash Call, obwohl sich Nico dahinter verstellt. Das könnte nochmal ein kleiner Int werden. Oho! Das war eigentlich eine gute Idee von Kestanti und Nico, oder? Aber hat irgendwie nicht funktioniert. Das war auch Support, Nico. Oh, mit Midlane hätte der noch mehr Damage gehabt. Dann wäre es, glaube ich, besser gewesen. Okay, interesting. Tja. So ist das manchmal, Leute. Manchmal läuft's und manchmal läuft's nicht. Ah, ich muss das ganz ehrlich sagen, ich fühle den Vibe von Kha'Zix irgendwie nicht so sehr. Also ich finde Arguins Bruiser Kha'Zix hat vielleicht noch ein bisschen mehr gehören, könnte man, denke ich mal, argumentieren, aber... Ah, ich weiß nicht, ich kann diesem Insekt nicht viel abgewinnen. Ich hatte eigentlich Lust, Kha zu spielen, weil er so OP auf dem Patch, aber mittlerweile denke ich mir auch irgendwie so... Ach, weiß ich nicht. War ein bisschen ein komisches Kha'Zix-Game. Ich hoffe, ihr konntet trotzdem etwas lernen. Und ich wünsche euch natürlich viel Erfolg bei euren Assassin Kha'Zix-Games. Ich drücke euch wirklich die Daumen. Ich drücke euch wirklich die Daumen bei euren Kha'Zix-Games. Und viel Spaß bei League. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.